Wenn ich war sehr jung, ich denke vielleicht 2 Jahre alt, hat meine Mama festgestellt, dass ich kein musikalisches Talent habe und dass das eine Tragödie für einen Mensch ist. Wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, dann kann ich sagen, hätte mein Großvater nicht gerne geangelt, dann würde ich heute nicht als Klezmermusikerin hier sitzen. Eating bagels, you know, watching Fiddler on the Roof, sort of these cultural things were really important. Für mich, jüdisch zu sein, hat bedeutet, dass allen klar war, dass wir Juden sind, aber mit Religion hatte das nichts zu tun. Ich bin in Leningrad geboren und später dann mit meinen Eltern bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Eltern haben in der Zeit mich als Kleinkind gehabt, meinen Bruder auch als damals 8-Jährigen, und in den Läden gab es nichts zu essen, tatsächlich. Es gab in den Städten einfach eine Hungersnot, ganz banal. Und die Frage, dass man, wohin man geht, das war zweitrangig. Das Schlimme war, dass mein Bruder nicht mitkommen konnte. Sie wollten meinen Bruder nicht aus der Schule, aus seiner Umgebung, von seinen Freunden wegreißen. Ein Jahr später im Prinzip, nachdem sie angekommen sind, nachdem wir angekommen sind, haben sie entschieden, mein Bruder soll nachkommen. Und zu dem Zeitpunkt hat Russland nicht mehr mitgespielt. Russland hat gesagt, jeder Junge, der bald im Armeealter ist, den lassen wir nicht mehr raus. Wir haben 3 Jahre, erst nachdem wir in Deutschland waren, haben wir es endlich geschafft, ihn hierher zu bekommen und waren dann endlich zusammen. Ja. I was born in Johannesburg, South Africa. But after 6 months, I moved to Seattle in Washington State, USA, where I grew up until going to college in New York. My grandparents grew up in Latvia, Lithuania, and Belarus, and they all left there to go to South Africa between 1870 and 1934. Mostly they left in the 1930s. And they were just trying to get out, mostly before things got really bad for economic reasons. And that was one of the places where you could go, you know. And so they just went to see where they could get to, and that's where the ship was going, and so they left. My parents grew up in apartheid South Africa. So as you can imagine, that was just a really intense place to live. And they definitely didn't agree with the apartheid policies. You know, I think they weren't extreme radical activists, but they were definitely working against the system. I remember one day my grandmother caught my father, like she saw that he had a book of Marx in his bedroom, and she said, "We have to get rid of this right away," and they buried it somewhere or something, because they could get into a lot of trouble for that sort of thing. So they wanted to get out because the political situation, also for Jews there, it wasn't a great place. You know, obviously they weren't the worst out of everybody there, but you definitely could get beat up at school, you know, or they would have parties and they'd have to watch out for who showed up because there were just all kinds of tensions. Okay, let's stretch. Boo, 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 boo. I still need to build the drum, so. Wenn ich war sehr jung, ich denke vielleicht 2 Jahre alt, hat meine Mama festgestellt, dass ich kein musikalisches Talent habe und dass das eine Tragödie für einen Mensch ist. Weil wenn jemand nicht mitsingen kann, dann das bedeutet, dass die können nicht mit Freunden zusammen sein und Gitarre spielen und bei Lagerfeuerlieder singen. Und damals konnte sie nicht etwas Schlechteres für das Kind so vorstellen und hat
mich so in ein Gesangsstudio, in einen Chor gebracht. Ja, natürlich, damals konnte sie nicht vorstellen, dass ich das professionell machen werde. Ja, ja. Ja. Ich bin aufgewachsen mit dem Verständnis, dass ich bin etwas jüdisch. Mein Vater hat mir immer gesagt, ja, wir sprechen keine jüdischen Sprachen, wir sind nicht religiös, aber wenn andere Menschen denken, dass wir jüdisch sind, das bedeutet, wir sind jüdisch. Und so war es auch. Mit meiner Familie bin ich nicht in die Synagoge gegangen, gar nicht. Ich wusste, wo die Synagoge war, und ich konnte Leute, die irgendwann haben erzählt, wie sie in die Synagoge gegangen sind, ich konnte keine Menschen, die eigentlich in die Synagoge gehen. Wir hatten sehr viele jüdische Freunde. Wir wussten, dass die Menschen jüdisch sind, aber das hatte nichts mit Religion zu tun. Ich bin geboren in Amsterdam. Da habe ich nur bis zu meinem dritten Lebensjahr gewohnt. Dann bin ich auf dem Land gezogen im Norden von Holland nach Friesland in einem kleinen Dorf. Von da aus bin ich in den Osten gezogen als Teenie, so richtig auf dem Land, am Waldesrand bin ich aufgewachsen. Und bin dann, als ich glaube 18 war, nach Utrecht gegangen zum Studieren und dann irgendwann wieder nach Amsterdam. Also die Geschichte mit meinen Großeltern, die war ein bisschen bunt und hin und her zwischen Holland und Deutschland. Da ist die Familie so ein bisschen halb, ja, deutsch-holländisch. Genau, diese Großeltern, die haben aber beide in Berlin studiert. Und das heißt, all meine Großeltern waren in Berlin. Und das ist für mich oft spannend, wenn ich hier durch die Stadt laufe, daran zu denken, dass es sein könnte, dass die auch da vielleicht zufällig irgendwann mal gewesen sind. Oder ich glaube, dass sie sich alle sehr gefreut hätten, wenn sie wüssten, dass ich in Berlin bin und auch, dass meine Kinder hier aufwachsen. Wir kamen in Hamburg an und wurden dann nach Herzberg geschickt. Herzberg ist ein kleiner Ort im Harz. Es gab keinerlei andere jüdische Immigranten dort, abgesehen von diesem Flüchtlingsheim. Die jüdische Gemeinde, zu der wir gehörten, war Hannover. Hannover war damit über eine Stunde entfernt mit dem Auto. Dort haben meine Eltern ihre erste Wohnung gefunden, meine Mutter ihren ersten Job und mein Vater, bis mein Vater einen Herzinfarkt erlitt und verstarb. Das heißt, als ich 6 war, damit blieb meine Mutter mit einem, 14-Jährigen, meinem Bruder, und einer 6-Jährigen zurück, in einem Land, in dem sie kaum die Sprache spricht. Growing up in Seattle as a Jew was interesting, I think, because Seattle's a very liberal place. To me, actually, the culture feels like a lot of things I encounter in Berlin and in Germany. So we were traditional. We kept kosher at home. We didn't have any kind of unkosher meat or anything. But we weren't particularly religious per se. You know, we would go to synagogue sometimes for the holidays and things. But culturally, we were quite Jewish. Grew up with some music from the Klezmer Revival and, you know, learning about Israel and all these different sort of things that are typical of an American Jewish experience, I think. But in Seattle, I sort of had the feeling that there was nothing wrong with being Jewish. I didn't have much negative experience, but I did have the feeling that in order to really be an American, you know, in order to really be like my friends, I had to kind of not hold on too tight to those things. So it's more like this being encouraged to choose not to identify with it too much, because that allowed me to be an American. Ich habe mich bis vor kurzem noch gefragt, wie das Judentum, wenn die Frage ist, wie das Judentum sich bei uns zu Hause wiedergespiegelt hat. Für mich, jüdisch zu sein, hat bedeutet, dass wir
dass wir tief im Theater verwurzelt waren, dass wir kulturell jüdisch waren, dass wir, dass allen klar war, dass wir Juden sind, aber mit Religion hatte das nichts zu tun. Die Sowjetunion hat alles daran gesetzt, alles Jüdische zu nivellieren, und sie haben es teilweise geschafft. Nicht komplett, absolut nicht komplett. Es gab etliche geheime jüdische Hochzeiten. Meine Tante hier in Berlin erzählte mir noch, dass sie noch von Freunden Geschichten erzählt bekommen hat, die bei sich zu Hause heimlich Chuppes aufgestellt haben. Deswegen hat sie hat gequält, als sie gehört hat, dass ich eine Chuppe haben werde. Es gab kein jüdisches Leben, wie man sich das in Deutschland jetzt oft vorstellt oder glaubt, so in der Art, das wieder beibringen zu müssen und so weiter. Was nicht heißt, dass es kein, nur weil es kein religiös-jüdisches Leben gab, gab es trotzdem ein sehr, sehr jüdisches Leben. Als Kind habe ich, glaube ich, nicht so viel Konkretes über Judentum erfahren. Ich kann mich eigentlich vor allem daran erinnern, dass ich das Buch von Anne Frank gelesen habe, was mich sehr beeindruckt hat. Natürlich als menschliche Geschichte, aber auch, weil ich damals das gleiche Alter hatte und sie auch wirklich sehr, sehr gut mit Sprache ist. Ich glaube, dass ich damals wirklich nicht viel von der Kultur wusste, über jüdische Kultur. Vielleicht ja, dass es Schabbes gibt und dass die kein Weihnachten feiern. Aber ich glaube, dass es darüber hinaus eigentlich, dass ich nicht viel darüber wusste. Ich sang immer, ich sang in verschiedene Chöre und Studien und ich sang in einem Kirchenchor und das anderes Mädchen, das auch so die Chorsolistin war, war auch jüdisch, mit jüdischem Hintergrund. Und ihre Mama hat meine Name gesehen und hat ihr gesagt, das Mädchen ist auch jüdisch, ihr sollt Freundinnen sein. Und durch sie bin ich ins jugendlichen, so jüdischen Theater für Jugendlichen gekommen. In diesem Theater habe ich sehr viel über so jüdische Kultur schon gleich mitmachen gelernt. Und ich habe jiddische Musik gehört und jiddische Lieder. Und ich habe so hebräische Lieder gehört. Und hebräische Lieder haben mir nie gefallen. Ich hatte nicht so emotionale Verbindung mit sie. Ich hatte sehr diese jiddische Lieder. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch, ich konnte sie besser verstehen. Ich bin nicht sicher. Ich hatte so eine emotionale Verbindung mit sie. Wie ich zur Klezmermusik gekommen bin, ist eigentlich lustig. Wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, dann kann ich sagen, hätte mein Großvater nicht gerne geangelt, dann würde ich heute nicht als Klezmermusikerin hier sitzen.
Das war nämlich so, dass mein Großvater hat gerne geangelt und hat sich deshalb, als er dann, wie heißt das, in Rente gegangen ist, hat er sich ein Grundstück in Irland gekauft. Er war ja Architekt und da hat er sein Traumhaus gebaut, so quasi. Und da war ich als Teenager oft in Urlaub mit meinen Geschwistern. Und irgendwann war es dann so, dann ist sind meine Großeltern älter geworden und krank geworden. Und dann ist meine Mutter da hingezogen, um die zu pflegen. Und sie ist dann irgendwann wieder zurückgekommen und hat für mich und meine Geschwister ein Geschenk mitgebracht. Und für mich war das eine CD von der Musikgruppe Brave Old World. Und ich kannte Klezmer-Musik damals schon oder hatte das gerade kennengelernt, aber diese CD hat mich so umgehauen und ohne diese CD hätte ich, glaube ich, vielleicht gar nicht das Interesse in diese Musik so entwickelt, wie sich das dann alles ergeben hat. Die CD hat mich so mitgenommen, genau, das war für mich sehr, hat meine Augen eröffnet oder meine Ohren oder beides, jener. Als Kind mit meiner Mutter mal in Deutschland noch zu einem Klezmer-Konzert gekommen. Wir sind extra hin, ein kleines Kabarett, und ich war absolut fasziniert. Ich habe das erste Mal Jiddisch auf der Bühne gehört. Ich kannte jiddische Ausrufe, die ich für Russisch gehalten habe, weil meine Großmutter die immer benutzt hat. Mir war gar nicht klar, dass es noch mal zu einer eigenen Sprache gehört. Und ab dem Moment, wo ich es richtig lernen konnte, habe ich die Sprache verschlungen und verschlinge sie immer noch, weil sie mein Leben lang lernen. Freilich sein, als ihn dürfen wir alle, traurig sein, das wollen wir nicht mehr. Weil besessen werden wir bald die Kalle und tanzen mit mir Gordon Neimsche. Und dann eine Freundin von mir, die auch beim Theater war und spielte Geige, sie ist nach St. Petersburg zu einem von diesen Klezmer-Festivals gefahren. Sie ist gefahren zum St. Petersburg Klezfest und hat alle diese Menschen, diese weltweite Gemeinde von jüdischen Musikern kennengelernt. Und sie hat mich angesprochen und sagte, hey, du singst und du singst mit dieser schreckliche Playbacks, möchtest du auch ein bisschen mit Live-Instrumenten singen? Und ich werde dir zeigen, was ich in St. Petersburg gelernt habe und dann vielleicht fahren wir auch zusammen. Und die Rest ist Geschichte. Dann bin ich auch selbst nach Moskau gefahren und danach auch nach Weimar. So in Weimar gibt es dieses Festival Yiddish Summer Weimar. Und es war sehr, sehr spannend für mich als eine junge Frau. Ich war, ich denke, 20 und das war meine so erste Reise, dass ich völlig alleine gemacht habe. Nicht mit einer Gruppe, nicht mit Freunden, aber ganz allein. Und ich bin nach Weimar gekommen und es gab eine fantastische Gemeinde von Künstlern, Musikern, die waren mit jiddischer Musik engagiert, aber auch mit Weltkultur. Ich kannte die Musik schon, weil ich hatte mal im Fernsehen einen Fernsehdokumentar, wie heißt das, einen Dokumentarfilm gesehen über Klezmer-Musik, Jumping Night in the Garden of Eden. Und das war für mich so toll. Aber es war in der Zeit noch sehr schwierig, überhaupt an
Material zu kommen. Heute kann man im Google irgendwas eingeben und dann hat man jede Menge zum Aussuchen, aber es gab damals kein Internet. Man hat sich gefreut, wenn man überhaupt irgendwie Material bekommen hat, eine CD oder Noten oder was weiß ich. Also in dem Sinne habe ich mich extra gefreut, dass meine Mutter diese CD mitgebracht hat. Eigentlich bin ich durch diese Dokumentarfilm so langsam in die Klezmer-Musik gerutscht. Also diese Dokumentarfilm in Kombination mit dieser CD, weil, das ist eigentlich lustig und das hätte ich mir damals natürlich auch alles nicht denken können, dass die Leute in dem Film und auf der CD, dass das heutzutage Kollegen und Freunde sind. Hätte jemand mir gesagt als Kind oder als Teenie, ey, später spielst du mal Akkordeon und spielst osteuropäisch-jüdische Musik, dann hätte ich gesagt, Alter, was denkst du denn? Aber so ist es gekommen und ich hätte mir das selber nicht so ausmalen können. It's interesting being a violinist, a fiddler, you sort of have a ticket to anywhere you want to go. Almost every country has a tradition that you can be a part of, and so it's always for me been an amazing way to travel and to participate and sort of be in conversation with cultures. Growing up, I listened to a bit of American, you know, traditional music, although it wasn't until the end of university that I really got into it. But once I did, I really, really dove deep into the American fiddle tradition, and there was definitely something about that felt sort of just immediate and raw in a way that I had been looking for. And to be able to go and travel in the mountains in North Carolina and such and meet people, you know, who lived in a place where their grandfather was from and they played tunes that had been played in that area for a long time felt really special and really unique to me to be a part of a culture that was sort of continuous. I also started playing klezmer when I was about 12 years old after going to some community celebrations and things. And that was always special to me. But I think it wasn't until I spent more and more time playing American music that I realized how special it felt to play music that my grandfather might have played or would have danced to. You know, that's obviously just a different level of connection. Was ich jetzt toll finde, ist, dass meine Kinder auch quasi in diese Welt mit auf und eingewachsen sind. Die haben immer mitbekommen, wenn Kollegen da waren und Freunde. Es wurde viel Musik gemacht im Haus, viel Musik gehört natürlich. Jetzt sind sie, muss ich einmal überlegen, 20 und 21, machen selber auch Musik, zwar andere Musik, aber sie haben immer diese Musik gehört und sie sind mitgekommen auf Konzerten und Workshops. Die allererste Erinnerung an alles, was mit Bühne zu tun hat, mit Musik, mit Kunst, mit Büchern, das ist definitiv mein Vater. Of blessed memory. Und zwar mit 3 Jahren einfach in seiner Loge zu sein, im Zirkus. Er hat im Theater gearbeitet in St. Petersburg und auch im Zirkus, im Staatszirkus. Und dort bin ich von Anfang an zwischen den Tieren, zwischen den Artisten, zwischen den Akrobaten. Jedes Mal, wenn ich in Petersburg war, das war mein Sauerstoff. Dort bin ich ins Theater gegangen und als Kind geführt worden und später selber. Und teilweise diese Welt, die sehr, sehr jüdisch war, die habe ich sehr, sehr in Deutschland gesucht. Ich denke, ich kann immer noch nicht ganz erklären, was dann passiert ist. Aber ich wusste, dass mein Leben nie dasselbe sein wird. Ich sollte das weitermachen, ich sollte zurückkommen, ich sollte meine Kollegen, meine Freunde mitbringen. Und durch diese Festivals habe ich meine besten Freunde kennengelernt. Durch diese Festivals habe ich dieses ganz anderes Leben kennengelernt. Und als ich nach Berlin so 5 Jahre später umzog,
es war mir ganz normal, dass ich hier komme, weil ich hatte schon die beste Musiker, mit die ich spielen will. Ich hatte schon die beste Freunde hier. Ich hatte meine Gemeinde hier. Und die Gemeinde war diese Jiddischland, diese Welt von Künstlern, die in jiddischer, etwas mit jiddischer Kultur zu tun haben. Two, one, four.